I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah. Ja, ja, krass. Ja, ja, ist schon gut, schon gut. Dürf's. Aber es macht niemand mit. Ja, ja, wir arbeiten noch dran. Ja. Ja. Weißt du, manchmal tut sich ein Zeit, Bro. But somehow they're just going to bed in Wie lange noch? Ist gut, oder? NTV! Du bist doch MC, wir müssen jetzt sagen, ich höre nichts! Ich höre nichts, Leute, bitte! Ladies and gentlemen, willkommen bei der Karel Sanchez Show. Schön, sind wir wieder da und schauen rein, was wir wieder treiben. Was treiben wir heute, Mischa? Das ist tatsächlich eine gute Frage, was wir heute treiben. Ja. Ich glaube... Ja, es wird eine gesunde Show. Es wird eine gesunde Show, das haben wir schon gemerkt beim Nachtessen, oder? Haben wir gemerkt. Alles vegan. Es wird, ja, und vor allem es wird Wasser getrunken. Es wird viel Wasser getrunken. Was könnte das bedeuten? Wir haben tolle Gäste in der Show. Ja, ist immer zwei Sportler. Einer der bekanntesten Schweizer Kunstturner und heute in der Karel Sanchez Show. Olympia Goldmedaillengewinner Don Juan Lee ist heute hier. Jawohl, Don Juan Lee ist heute da und... Ja, und der zweite Wassertrinker, er ist eigentlich bis heute der bekannteste Schweizer Boxer. Das würde ich oder? Also sagen. Seine Kämpfe gegen den Ralf Rogaciani sind unvergessen. Wir freuen uns auf den Stefan Angern. Stefan Angern, jawohl, 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 jawohl. Und wir haben... Hat er den Koffer dabei mit diesen Ergänzungs? Ich hoffe es. Okay, ich hoffe es. Ich hoffe es. Bitte würde trinken wir. Es würde uns noch gut tun, oder? Bitte, vor allem bei diesem Showbusiness-Leben, du kennst es, oder? Ich weiss. Da ein Güppli, dort eine Party, was soll man aus mir werden? Darum, wir schauen, wie das weiter funktioniert. Aber wir haben noch schnell ein paar Top-News. Wir müssen aber das mal schnell machen. Müssen wir schnell machen? Ja, weil ich glaube, die zwei Gäste haben viel zu erzählen. Sepp Blatter ist weg. Ja, du hast dich ja eingebracht, gell? Du hast dich eingebracht jetzt das mal in der Prominus. Ja. Ja? Ja, Sepp Blatter war ein Wunsch von dir. Sepp Blatter war mein Wunsch. Wieso hast du den Sepp Blatter ausgewählt? Der Sepp Blatter, ich und er hatten schon ein bisschen Mail-Kontakt gehabt, also ich und sein Generalsekretär. Ja. Und du, wir gehen sich sonst nicht. Gehst du auch, wir sind nach Fisch bei Ferien? Nein, ich probiere mit dem Sepp diesen Business zu machen, weißt du? Business? Ich denke, dass sechs FIFA-Chef hat sich ein gutes Ja, ich habe natürlich. Wie sind die NFT-Bitcoins? Was gibt es noch als Kurs? Ja, das ist nicht so. Das ist alles gefloppt, stimmt. NFT-Blase ist platzt, Bitcoins gibt es auch nicht mehr. Okay, auf jeden Fall, er ist zurück. Ja, ist zurück. Er ist zurück. Er ist vor Gericht, glaubst du, oder? Er ist vor Gericht. Er hat einen Prozess und eine lustige Geschichte eigentlich, wenn man es nicht so, wenn man die Akte nicht im Detail liest, aber er hat ja Michel Platini, glaube ich, 2 Millionen überwiesen und komischerweise gerade vor der Wahl, wo er noch einmal zum FIFA-Präsident gewählt worden ist. Komisch, ja. Und das ganz Komische daran war, ist, dass eigentlich die Forderung von Michel Platini, die ist 10 Jahre alt. Also Michel Platini hat sich nach 10 Jahren daran erinnert. Ich kann Geld machen. Die 2 Millionen noch in Rechnung stellen. Du, hey, Geld frisst Hirn, aber auf jeden Fall. Oder? Geld frisst Hirn? Ja, Geld frisst Hirn habe ich mal gehört. Aber ich finde, weißt du, wie eben für die, die den Sepp Blatter nicht kennen, es gibt da eine wunderschöne kleine Episode. Das ist ein Comedian, der sich eingebracht hat 2015 an einem Kongress. Und zwar hat er ein Bündel Dollarnoten mitgebracht und hat gratuliert, dass die Wahl von der WM 2026 nach Nordkorea gefallen ist. Bravo! Das ist der Sepp Blatter. Hat sich Freude gehabt. Ja, ich glaube jetzt wie Sepp Blatter, FIFA, was hast du so das Gefühl dort? Du, ich sage, egal wer den Post übernimmt, er ist mit einer schweren Last auf der Schulter verbunden, Michel. Und mit dicken Geldsack natürlich. Aber Geld ist nicht alles, vor allem in unserer Show nicht. Ich würde sagen, können wir weiter. Ja, aber es hat es ja jemand übernommen. Wer hat es übernommen? Oh, ja, der Infantino. Der Infantino, glaube ich, oder? Ja, und jetzt sind wir beim Sepp Blatter. Wilde Sieg, habe ich gehört. Ja. Wilde Sieg. Beim Sepp Blatter denkt man immer, also ich meine, wenn man schon, also man will nicht sagen, er ist korrupt, aber wenn man er ist doch nicht korrupt. Genau, aber Fußball wenn man schon... ist doch nicht korrupt. Nein, aber wenn man schon schaut... Also bitte, wenn man schon schaut, dass es immer jeder genau, wenn man schon schaut, dass es mit dem Geld stimmt, dann müsste doch dem ein Palast werden, oder? Ja, das stimmt, Aber das stimmt, ganz bescheiden, Zürich. Man also ganz bescheidene Wohnung. Aber wir nicht noch mehr... Der einzige Luxus, den er sich leistet, ist das Porträt von sich selber. Schön gemalt. Okay. Aber sonst relativ bescheiden. Es will Gemälde, das hält länger als NFTs. Weißt du, kannst du ein bisschen auch wieder verkaufen. Aber ich glaube, wir gehen weiter, Jungs und Mädels. Gehen wir weiter? Ja, fliegen wir nicht noch über den Olivier reden? Auch noch?
Nein, müssen wir nicht. Zwei Gäste warten. Wir okay. Wir tun nicht über den Bundesanwalt reden, der ermittelt hat. Er kennt sowieso und jetzt Bundesstrafanwalt ist. Ist alles eine Ranggruppe. Ranggruppe, gut. Nische, Entschuldigung. Flüge wird zum Luxus. Swiss, Lufthansa, EasyJet, Eurowings streichen mehrere tausend Flüge. Ja. Viele Touristen sind gestrandet, aber leider am Flughafen. Ja. Wie siehst du das? Ja, mein nächster Flug in der Woche. Und du? Ich habe gar keinen. Ich mache wie viele andere. Und zwar nur Privatjet. Privatjet. Auto. Ja, okay. Ja, es weichen ja jetzt ganz viele aufs Auto aus, weil CO2 ich kann dich schon mal darauf vorbereiten, wie so ein Flughafen dann aussehen kann. Ja, zeig mal. Ja, super. Aktuelle Bilder vom Flughafen. Das kenne ich jeden Tag vor meiner Tür. Aktuelle Bilder. Michel. voilà. Ja, du. Ja, aber ich weiss nicht, wie ist das wirklich, Auto? Wo gehst du denn hier überhaupt? Mallorca. Das ist schon gerade mit der ohne Badhose? Natürlich mit. Aber du zeigst dir den Badhose? Ja, natürlich. Ohne einen Mann gerne seine Ernährungsdiät. Einfach so. Hey, ich stehe dazu, wie ich bin. Ja, hey, mutig. Man soll sich selber lieben, auch wenn man diesen Body Mass Index so über zu dünnt. Dann macht doch nur kaputt. Schaut weniger TikTok und essen ein bisschen mehr Süßes. Dann doch eher Ballermann, oder? Doch eher Ballermann, genau. Schinkenstraße, meine Freunde. Dann schaut man nicht so genau hin. genau. Aber ich habe da noch ein Bild. Oder bist du gleich gesehen? Gut, du hast noch ein Bild. Also, nein, ich habe noch ein schönes Video. Also schnell. Was uns so ein bisschen erwartet, ja. Weißt du, an der Strand, oder? An der Strand, was mich erwartet, an der Strand. Bournemouth in England. Jawohl. Oder? Gut, hey, ich muss dir eins sagen, es gibt Strand und Privatstrand. Du bist ein Privatstrand? Du, das habe ich nicht gesagt. Aber so kannst du immerhin ein bisschen, oder? Ja, kannst du dich durchschlängeln, ohne dass wir deinen Astralkörper... Weißt du, nach 17 Bier sehen wir mich nicht durchschlängeln, sondern man sieht mich wie ein Schneisen durch die Mitte durchreißen und dann weisst du, okay, Karre ist in der Nähe. Aber das ist ein anderes Mal. Wir kommen zum Schwingen. Schwingen, der grosse Einstellungsskandal. Ja. Wie hast du es mit dem Schwingen? Ich habe mal als kleiner Bub geschwungen und in der Bezirksschule. In der Bezirksschule? Ich schwingen, ja. Du hast gesagt, am Schach hast du geschwungen, oder? Ja, das auch. Schachen. Ja. Und dann hast du verloren gegen? Mehmet Besic, wenn du das noch hörst, der hat mich jetzt mal in die Knie gezwungen. Aber es war auch wegen Körpergewicht, muss ich sagen. Aber der grosse Skandal war ja jetzt auf dem Stoss, oder? Genau. Das mit diesen Einteilungen. Einteilungen, genau. Und wer kommt raus mit diesen Einteilungen? Ja, natürlich, studiert. Er studiert? Ja, das erfunden. Wie funktioniert das mit diesen Einteilungen? Wenn nicht sicher ist, wer jetzt gewonnen hat, dann wird einfach so nach Gesicht, okay, du bist mir sympathischer, du gewöhnst. So in diesem Stil. Und das gefällt nicht allen. Genau, und das im Stoss hat man natürlich, geschaut, der Stoss in der Innerschweiz ist, hat man den Innerschweizer einfach in den Schlussgang befördert, ohne dass er es eigentlich verdient hat. Schiebung. Und das ist natürlich jetzt gerade in Zeiten vom eidgenössischen Schwingung und Alperfest, wo ja Ende August in Pratteln ist. Und das Milliardenbusiness? Ein Riesenskandal. Ein Riesenskandal, da haben wir. Kennst du den? Da haben wir ihn, den Stoss. Sempach. Der Sempach, ja. Sempach hat gesagt, man muss die Einteilung ändern. Aber ich glaube, eben, Schwingen hat Schwinger im Publikum. Ist das Video auf TikTok rausgekommen? Ich weiß nicht, ob Schwingen schon TikTok kennt. Ich glaube nicht, dass das viral gegangen ist unbedingt. Aber was ist los mit dem Stoss? Ganz schnell das Bild, das nächste Bild. Ganz schnell durch das Witcher lassen. Wieso? Wir müssen zum ersten Gast kommen. Weißt du, Alain Berset ist ein heikles Thema. Alain Berset, wer kennt nicht? Wir müssen schon darüber reden. Okay, wenn wir erst darüber reden. Oder? Okay, ich brauche meine goldige für meine Apfel. Ich brauche meine goldige Messer, sonst ich will diese Apfel nicht schneiden. Ja, aber Herr Berset, andere Leute verhungern. Aber ich will eine goldige. Ja, haben wir genug darüber geredet? Was war das? Ist das vom Almi gewesen, oder? Das ist ein Spleen vom Herrn Berset, der tut seinen Äpfel noch schneiden mit dem goldigen Messer. Es darf kein Silbermesser sein, das wäre in dem Herrn nicht. Nein, das würde ich nicht langen, weißt du? Ja. Das würde ich nicht langen. Ist wie mit dem Handschuh, wenn ich ohne Handschuh auf die Bühne komme, weißt du? Ja, bist auch irgendwie nackt, gell? Ja, ich sage in der Redaktion einmal, aber ich brauche meine Handschuhe, weil sonst ich bin nicht an dieses Tag, weißt du? Ja, aber beim Alain Berset kann man glaube sagen, Bericht von der Geschäftsprüfungskommission rausgekommen. Ja. Er hat alles korrekt gemacht. Er hat alles er hat seine persönlichen Mitarbeiter einsetzen für all die kleinen Recherchen mit ihren Geliebten, oder? Ja, er hat dürfen sein Geschäftsauto brauchen wie ein König für das Wellnesshotel im Schwarzwald. Wie ein König unterwegs. Er hat ja selber gezahlt. Er hat selber gezahlt. Wirklich nichts falsch gemacht. Aus seiner Tasche. Ja, er hat nichts falsch gemacht. Ich habe sogar aus meiner eigenen. Aber ich muss sagen, der Herr Berset, du, früher hat sich Kronen getragen, heute Krawatte. Aber geändert hat sich nicht viel. Ja. Jawohl. Ich habe da jemanden gehört im Publikum. Ah nein, doch nicht. Wir kommen zu unserem ersten Gast. Können wir schon jetzt? Wir kommen zu unserem ersten Gast. Voilà. Er ist chinesischer Meister, Schweizer Meister, Europameister, Weltmeister, Olympiasieger und bis heute bekannt ist Kunstturner der Schweiz. Herzlich willkommen direkt aus Adligenswil im Kanton Luzern. Don Quali, riesen Applaus! Don Quali, kommt zu uns!
Schön, bist du da. Schön. Nimm noch Platz. Nimm da, du musst aufs Sofa da oben. Okay. Die Stühle sind für uns. Du musst von der anderen Seite kommen. So. Sofa, nimm nur Platz. Kennst du den Song? Kennst du diese Musik? Star Wars. Fast. Star Wars. Fast. Fast. John, John Williams. John Fast. Williams. Ja. Und was ist John Williams? Das ist die Siegerehrung, die Musik von John Williams. In schön. Atlanta 1996, wo genau. Du Olympiagold für die Schweiz gewonnen genau. Hast. Bravo, Applaus! Danke, Wally. Wally. Olympia Gold-Medaillengewinner! Und hast du gesehen? In der Show. Er hat Musik gekannt. Wow, du ja. Bist beeindruckend. Ja, aber John vergiss, Williams. Vergiss John man Williams. Nicht, oder? Vergiss ja. Man nicht. Vergiss man nicht, oder? Diesen John Moment, Williams. Den ja. Vergisst man nicht. Ein Musik. Leben schöne lang. Musik. Mhm. Ja, wenn man so eine Goldmedaille umgehängt bekommt, das ist schon schöne Musik. Wenn man jetzt Siebter geworden wäre, oder? Das Siebte ist jetzt nicht so eine tolle Musik. Vielleicht, vielleicht. Siebte, ja. Vielleicht. Aber du willst 2024 in Paris dein Comeback geben? Überlegt. Du überlegst es? Überlegt, ja. Ich würde es dir zutrauen. Wann entscheidest du, ja, ich will das? Also, und das, also das ist relativ, also du hast das gesagt in den Medien, das ist konkret, oder? Du hast gesagt, ich bin jetzt zwar über 50, darf man sagen, aber immer ich noch, bin immer noch gut genug für Olympia. Ja, ja. Sehr fit, jawohl, jawohl. Ja, könnt ruhig. Ja, ja, ja. Sicher. Aber hast du da keine Angst? Es ist ja immer bei Sportlern so, ein Comeback ja. Ist ja immer auch ein Risiko, oder? Klar, dass man sich das da auch ein bisschen ja. Lächerlich macht ja. Und dass man sich so ja. Die schönen Erinnerungen ein bisschen zerstört. Hast du keine Angst, wenn du das Comeback machst, dass man auch sagt, ja, jetzt... Warum muss er noch einmal? Es wäre besser gewesen, wenn ja. Wir diesen... Eben dann besser nicht machen. Ja. Du wurdest als Kind in China auf Gold... getrimmt, dann mit starkem Training, viel Drill und dann hast du es wirklich auch geschafft, oder? Mhm. War es dieser Drill wert? Wie viel hast du trainiert? Wie war das? Von 6,5 Jahren angefangen, Anfang nach der Schule 1 Stunde ja. Und 11 Jahre, ich bin zum Profi geworden. Mhm. Damals in China diese Sportschule-System, das ist die härteste Sportschule in der ganzen Welt. Habe durchgemacht. Und mit 7 Jahren, ich bin weg von zu Hause zum diesem Sportinternat. Wow. Mit 7 Jahren? Mit 7 Jahren. Mit 7 Jahren. Und 11 Jahre, ich bin als Profi, verdiente mein Geld, wow. Ja. Meine Lohn, habe Hälfte für meine Familie gegeben und noch Hälfte für mich selber, sehr reich gefühlt. Das glaube ich. Und dann mit 16, ich bin zum Nationalmannschaft, dann ich bin weg von zu Hause, damals Provinz Sichuan, Chengdu wow. Stadt. Ja. Überzug hat über 30 Stunden von Südwestchina nach Norden. 30 Stunden mit dem Zug? Ja, genau. Aber also ich weiß es nur von Roger Federer, der ist ja auch sehr früh auch weggegangen. Der ging zwar nicht ja. In China, sondern der ging in die Romandie. Ja. Und er gesagt, hat viel geweint als Kind, ja, als er weg war. Heimweh, wirklich. Ja. Auch, war das bei dir auch so? Also, auch in China, ja. Weil ja. Norden China ja. Und Südwest China ist und andere, keine Familie mit 7 ja. Jahren, das ist mir ja brutal klein. Schon brutal, aber das ist eine harte Lebensschule, habe viel ja. Gelernt. Ja. Ja, hat viel auch profitiert. Wie hast du dich da motiviert? Also, ich weiß nicht, wie hast du das gemacht? Also, wenn du traurig warst, du wolltest ja sicher auch aufgeben, immer wieder. Ja. Ich glaube, du warst ja auch, also habe ich gelesen, du wolltest ja auch mal wirklich ganz aufhören und sagen, ich habe wirklich genug von allem, auch vom Leben und so. Wie hast du ja. Das geschafft? Wo hast du die Motivation hergeholt, die ja, positive Energie? In China, Nationalmannschaft, in Peking habe ich 5 Jahre, habe 3-mal Schwerverletzung, 2-mal Lebensgefahr. Und okay. Ich heute spürte meine Nacken, Rücken immer noch Probleme. Und, aber das ist eine Preise von damals und ich muss lebenslang tragen, diese Probleme. Und aber ich habe weiter gekämpft und weitergemacht. Dann ich bin mit 21 Jahren in die Schweiz gekommen und damals ich bin mit Zug gekommen von Peking nach mit dem Zug von Peking über Mongolei, Moskau, ja. Sibirien und nach damals noch Ost-Berlin, West-Berlin und dann nach Basel, nach Luzern, 9 Tage. 9 Tage, das neun braucht Tage. Eier, wie man sagt in der Schweiz. Wir zeigen jetzt einen kleinen Einspieler von einer Olympia-Übung.
Vielleicht ganz kurz. Mit Original-Kommentar, oder? Mhm. Ja, ich weiß nicht. Sollte kommen, ne? Technik. Müsstest vielleicht einspielen. Dongwa, diese Leiden, die du gehabt hast, und dieses Wir haben es, wir können es laufen lassen. Ne? Das ist nicht eine Übung, es ist die Übung zu Olympia Gold. Ca. eine Minute. Ja, und hast du... Krampf eigentlich, dieser Moment, eine Minute, ein Krampf, ich schaffe es oder nicht. Ja. Ist immer dieser Gedanke, ja, im ganzen Übung, oh, nächste Schritt, nächste Elemente und... Das war eine perfekte Performance eigentlich, oder? Kann man das mit sagen? Dieser Druck sein perfekte. Ja, sehr gut. Aber jetzt eben, jetzt hast du das geschafft, du bekommst diese Medaille, vergisst du da eigentlich das ganze Leiden, das du gehabt hast von Kind auf? Ist das die Entschädigung? Also wie gesagt, als Sportler, ja, dafür habe ich das gemacht, für diesen einen Moment. Für diese... Bravo! Hat gelohnt, diese hat sich Kampf, gelohnt. Diese Kampf, durch Leben und Tod, ja. Also man investiert wirklich 20 Jahre für diesen einen Moment. Das ist immer so das Bewundernswerte bei Sportlern, oder? Das könnte ich nie. Ja. Das ist wirklich extrem. Das ist Wahnsinn. Da hast du ja das Gefühl, kein Marihuana rauchen als Kind, keine Partys und Experimente und alles. Wann hast du begonnen mit Marihuana zu rauchen? 12. Ah, aber ich bin schlimmer Finger. Nein, aber du hast ja auch diese Sachen weggelassen, oder? Vermisst du das nicht? Einmal betrunken sein am Morgen, wo bin ich gewesen und so. 20 Jahre immer gleicher Rhythmus. 6 Uhr aufstehen, dreifach Training, morgen früh, Vormittag, Nachmittag, Berufsschule und schon brutal hart. Das ist brutal. Und Freundin, was hat die Freundin gesagt? Don Holly, oh nein, muss trainieren. Oder? Gibt doch keine Frauen bei, es gibt doch keine Frauen da, nicht? Hast du eine Freundin gehabt in dieser Zeit? Wegen einer Schweizerin, ich bin in die Schweiz gekommen. In die Schweiz gekommen. Wegen Frauen. diese Liebe. Jetzt sagt man auch immer, so ein Olympiasieg, der bringt ja auch etwas. Also Turnen ist ja eher Randsportart, ich nehme an, das ist wahnsinnig schwierig, auch Sponsoren zu finden. Ja. Dann ist man Olympiasieger. Millionär. Und dann wird man Millionär, oder? Millionär. Also wir können ein Video einspielen, fand ich sehr lustig vielleicht jetzt. Gerade du hast ja vieles gemacht, auch für Sponsoren. Also etwas hat mich ganz beeindruckt, dieser Werbespot, den wir jetzt sehen, hat mich wirklich beeindruckt. Die zwei berühmtesten Schweizer Schwedgeübung. Waschmaschine. Echte gemacht, echte, ja. Das Zuna-Sportprogramm, der tiefste Verbrauchswert. Aber du hast ja wirklich dann eigentlich deinen Olympiasieg auch sehr aktiv vermarktet, oder? Ja. Business. Bis heute. Das ist ein Business. Sport ist ein Business. Genau. Weil wir brauchen Trainer, brauchen Manager, brauchen Physiotherapeuten. Viel Geld. Kosten, ja. Genau, ja. Ja. Also? Und das gehört dazu, ist ein Business. Ja. Und du bist auch an Events, also wir haben noch einen zweiten Einspieler. Du bist auch an Events, hat das immer dein... Tourengerät dabei und bist einfach aufgetreten hier, Suzuki Motoradresse. Ja, ich fahre leidenschaftlich mit dem Motorrad. Ja. Das macht man so, du hast immer ein großes Auto, da hast du immer dein Tourengerät mit dabei und das ist kein Problem. Ja, ich habe mein Auto, ich muss zuerst mit meinem Pauschenpferd dorthin. Ja. Eben, du musst ein großes Auto haben, genau, mit Pauschenpferd. Zum Passen, oder nicht? Du hast auch viel für den Nachwuchs aber gemacht und dich auch für den Breitensport engagiert. Genau. Warum glaubst du an die Kinder oder warum hast du das gemacht? Ich denke, so einzusetzen für die Jungen. Mein Sohn hat auch mit mir zusammen geturnt und auch Golfsport angefangen. Ich denke, das ist wichtig, eben wie ich selber auch früher in China kenne nicht Turnsport. Ja. Ja. Durch einen Zufall zum Turnsport gekommen. Ich denke, wenig Möglichkeiten, ich mache viele Schauauftritte, viele Präsentationen, auch präsentieren Turnsport und heute auch Golfsport ein Teil. Ich denke, wenn Kinder einmal probieren oder sehen,
dass jemand diese Sportart genau zum Kennenzulernen. Ist das vielleicht auch etwas, das du aus China mitgebracht hast? Also in China, das sind ja die Bilder, die man kennt, auch auf öffentlichen Plätzen, man turnt zusammen, macht Tai Chi oder Übungen. Ein Teil. Sicher, wir haben natürlich auch hier ein Video von dir, das wir gefunden haben auf YouTube. Turnen mit Don Juan. Turnen mit Don Juan, wenn man gut schaut. Okay. Ich sage immer, nicht nur auf das Baby schauen. Wo ist Don Juan? Wo ist der? Ich gebe einen Tipp, orange Matte, oder? Wo ist der? Genau. In der Mitte. Aber hat dir das auch eine Befriedigung gegeben, dass du gesagt hast, ich kann meinen Enthusiasmus und meine Leidenschaft auch an junge Leute weitergeben? Ja, jedes Mal, wenn ich Auftritte oder Turnstunden gebe, jetzt auch eine gerade Projekte, vielleicht nächstes Jahr starten, jede Monate ein, zwei Mal bei verschiedenen Schulen. Schön. Das ist einfach eine Turnstunde mit Don Juan. Also, Ich komme auch. Ich komme auch. Wir würden auch unsere Show geben. Wir können auch jetzt schnell eine Turnübung machen, kein Problem. Wollen wir eine Turnübung machen mit dem Publikum? Hast du eine Turnübung für uns alle? Das würde uns allen gut machen. Wir das machen. Ja. Machen wir eine schnell eine Turnübung. Also, gut, Machst du mit? Aber eine einfache. Zwei Stühle. Komm, nicht von der Bühne laufen. Aus dem Bild. Ich habe eine gute Idee. Genau. Wir turnen, indem wir so auf den Stuhl sitzen, oder? Okay. Das ist unser Job. Genau, ja. Oder? Wir müssen so, oder? Okay. Ist das gut? Korrekt. Ist das korrekt so? Ich mache fünf Schwungen. Ja. Dann machst du mit, oder? Also ich mache kein Problem. Genau, aber du hast doch gesagt, im Publikum sollen sie das einfach so nachstellen und nachmachen, oder? Zu Hause bitte wegen Fernsehaufnahme, 4K, 5K hier. Wahrscheinlich keine Zeit. Ja. Und ich denke heute, ich mache eine kleine Übung. Corey, wenn du geschafft, dann ich mache eine zusätzliche Übung. Also komm, okay, wir probieren. Also ich finde Turnen mit Dongo extrem cool so, muss ich sagen. Dann wird man so auch schlank. Schlank, das schon reicht. Okay, das also sind diese Griffe. Fassen werden Turngeräte. Turnen mit Dongo. Ja, ja. Okay. 3, 2, 1. Olympia läuft. Darf ich nicht unter Druck setzen? Muss man einmal schauen. Zwei. Ich habe den Spiegel. Kein Problem, kein Problem. Im Griff. 5. Jetzt kommt es schwieriger. Oh, la 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 la. Okay. Nur 2 Sekunden, ja. Bravo! Okay. Bravo! Aber Don Juan, jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Ne? Ah, jetzt machst du. Ja. 5 Schwingen also und gut. Eine Winkelstütze. Könnte jemand noch bei mir auf die Schoß sitzen, um ein bisschen helfen? Das heisst eine Winkelstütze, ja? 2 Sekunden, ja. 2 Sekunden, okay. Zuerst wir schwingen, oder? 5 Mal, ja. 1. 2. 3, 4, 5, einfach nicht. Oh! Bleiben! Bleiben! Moment, so! Okay. Bravo! Ja, bravo! Wow, wow! Wow, wow! Überlascht! Danke. Aber Don Juan, willst du einmal probieren? Nein, ich will nicht. Du hast doch gesagt, du machst einen Handstand. Das war jetzt kein Handstand. Okay, oder? Komm. Sollte ich machen? Ich habe jetzt gemacht. Wir haben jetzt extra geschaut. Siehst du, wir haben extra hier die Lampen. Komm mal auf diese Richtung. Ja, auf diese Richtung. Damit das auch funktioniert. Warum auf diese Richtung? Mit dem Handstand, oder? Einmal schauen, wenn ich einmal durch Kopf kommen, einmal unterkommen. Ja. Okay. Wenn ich jetzt sage, 1, 2, 3. Nicht zu viel sprechen, jetzt machen. Gehört 1, 2, 3 unter, ja. Okay, so ist gefährlich. Wir müssen runter. Wir müssen runter. Technik haben wir noch Ton. Wir müssen hat runter. Alles gut, ja. Hören so wir doch gerade noch Skifahren. 5 Kamera. Das ist gut. Okay. Ja, jetzt noch nicht. Jetzt locker. Du sagst, wenn wir runter müssen. Wegen den Füßen. 1, 2, 3. Ja! Oi! Wow! Nimm nur Platz. Wir haben gesagt, komm, wir machen es nachher das gleich noch eins mit dem Stefan. Einfach im Sparring nachher. Der Stefan hat gesagt, der Handstand, da schafft er locker. Jetzt kommt Stefan. Aber das war jetzt ein bisschen Fitness, oder? Wir würden gerne noch deinen besten Fitness-Tipp für alle Leute, 5 bis 95.
zu Hause, ohne Training, ohne Fitnessabo. Zum Beispiel Fruchtsäfte trinken. Zum Beispiel Fruchtsäfte trinken. Alles fruchtig. Ohne Alkohol, fruchtig, ja. Ohne Alkohol. Frisch. Selbstverständlich ohne fruchtig Alkohol. Fruchtig frisch, meine Freunde. Alles mit Wasser angereichert. Aber was ist der Fitness-Tipp Nummer 1 für alle Leute? Jeden Tag Wasser trinken. Jawohl, Wasser, bravo. Wasser, Wasser. Viel Wasser ja, aber trinken. Das sagen sie ja bei Germany's Next Topmodel auch immer. Wasser trinken, Wasser. So langweilig, Dongua, Wasser trinken. Das heißt. Okay, noch etwas aber Körper etwas brauchen anderes. Wasser. Und ohne Kohlensäure Wasser. Ohne Kohlensäure, ja. Wieso ohne Kohlensäure? Macht Kohlensäure dick? Nein, das machen die, die Marken, das... Ah, das so zusätzliche Arbeit. So genau, ja. Okay. Ich habe gerade die Regie in den Ohren müssen. Wir sind ein bisschen hinter drei, etwa 20 Minuten. Wir sprechen ja bald über Nahrungsergänzungsmittel. Nimmst du das auch? So künstliche, weißt du, so Shakes und so? Oder? Ja, gar nicht. Aus? Ja, ich schaue einfach gut Essen verteilt, nicht einseitig. Ja. Aber nicht auch so viel Früchte, so, viel Gemüse. Ja. Viel also so natürlich. Natürlich. Produkte, ja. Hast du auch einen Gemüsegarten? Hat Don Guali einen Gemüsegarten? Ich habe einen. Terrasse, viele chinesische Gemüse. Ja. Chinesische sehr Gemüse? Gut, sehr gut. Was sind da für chinesische ja, Gemüse? Ja, spezial. Kennst du chinesische Gemüse? Kann man nicht kaufen Auge. Hier. Einfach die grüne chinesische Gemüse kann man nicht bei Migros kaufen. Das stimmt. Das grüne Gemüse, das hat eben schon das Kind nicht gern. Wir gehen noch nach China Gemüse. Kurz. Wir werden ganz kurz ernst, nur ganz kurz. Das ist eine lustige Show. Oh. Aber China ist in der Kritik, der Umgang mit den Uiguren, Social Credit System, die wirtschaftliche Unterjochung Afrikas, Zerschlagung der Demokratie in Hongkong, vor allem das Social Credit System, was überall kommen soll. Oh, du bist zu schnell gelaufen, zu wenig, Minuspunkte. Irgendwann ist übertrieben. Wie stehst du zu China heute? Mit Xi Jinping als obersten Präsidenten? Ich bin in China aufgewachsen als Kind. Damals meine Eltern, ein kleines Haus mit Garten und alle gleiche Kleidung, gleiche Velo, gleiche Lohn. Und wir damals bezahlen ein kleines Haus für 2 Franken pro Monat. Und die Leute damals leben einfach. Ja. Die weniger Stress wie heute. Heute hat viel mehr. Die großen Gebäude und die großen Shoppingcenter, aber die hatten Leute weniger Kontakt. Ja. Ja. Gehst du noch nach China? Gehe oft, ja. Gehst du oft nach China? Deine Eltern sind noch in China? Ja, in China leben, ja, genau. Was hältst du von TikTok, wo die 12-Jährigen tanzen? Was ist das? Das ist auch aus China, oder? Großer Trend. Macht viele Leute kaputt im Kopf. Was hältst du von TikTok? Hast du auch TikTok? Bist du auch, hast du Turnübungen auf TikTok? Ich habe aber sehr wenig aktiv. Aber weniger aktiv. Heute gehört dazu die ganzen sozialen Medien. Aber ich denke nicht zu viel. Du bist da aktiv, gell? Also du hast auch die Kamera aufgestellt, du filmst jeden Auftritt, den du machst, gell? Richtig. Gut, das finde ich gut. Und schaust du dir das wieder an? Also wenn du jetzt so in 5 Jahren an Weihnachten, wenn dir langweilig ist, sagst du, okay. Da war doch noch diese Corey Sanchez-Show, ich schau mir das mal an. Wie war das so mit diesem Handstand? Oder sammelst du einfach und schaust es nie mehr an? Jetzt habe ich gerade große Projekte, die meine Geschichte auf einen Kinofilm zu bringen. Ja. Ein Kinofilm! Das ist Teil eines Kinofilms, cool. Ja, das ist schön. Das ist eine große, lange Zeit Projekte, aber jetzt ist es daran, ja. Da freuen wir uns sehr. Du bist aber auch viel auf dem Golfplatz, das müssen wir ganz kurz sagen. Wie ist es? Nein, warum aber, Golf? Aber man muss schon sagen, Dongwa, du bist noch nicht so gut, oder? Das Handicap 17,6 habe ich gelesen, genau. Das ist ja... In der Mitte. Ja, aber also hast du noch aber Luft, warum, noch Luft warum nach golfen? Hast du die was Motivation so? Wie viel Handicap hast du? Ich hab, was ist das höchste? 46. Nein, ich bin 54. Immer noch. Ich bin an der 54. Platzreife. Ich 54. bin an der Platzreife. Okay. Er ist auf der Platzreife. Aber du bist ja ehrgeizig, du bist ein Sportler. Ja. Bist doch nicht zufrieden mit einem Handicap 17,6, oder? Nein, gar nicht zufrieden. Ich bin, ich bin letztes Jahr gestartet, eine Projekt der Donghuali Challenge Tour. Und dann versuchen meine eigene, eben andere Sportarten außerhalb von Turnsport, versuchen ein höheres Niveau zu erreichen. Und letztes Jahr eine Phase hat gut funktioniert. Aber mit Golf hast du nicht erst letztes Jahr angefangen? Oder? Vor 10 Jahren angefangen. Eben, aber 17,6 nach 10 Jahren, Dongo. Ja, ich weiß nicht. In China wäre das nicht gegangen. Je nachdem. Aber hast du noch die Motivation da noch?
ein einstelliges Handicap zu erreichen. Ja, das ist schon mein Ziel, zum Single-Handicap, ja, genau. Und du hast ja gesagt, als Turner, als du begonnen hast, Golf zu spielen, was du nicht gehabt hättest, sei die Kondition. Du musst plötzlich so viel laufen, gell? Turnen ist viel mit Kraft und so, aber Golf, so nach dem zweiten Loch, kommst du aus der Puste, oder? Unglaublich, das ist ganz anderes. Ja. Jahrelang, 20 Jahre trainiert. Puste. Ja. Aber wir haben ja mit Hause Leutenegger schon einmal hier Golf gespielt. Okay. Hier im Club Joy. Das machen wir dann auch noch einmal. Ja. Wir wollen noch eine Lebensweisheit von dir. Nachher müssen wir einen Film zeigen. Dreimal also ich muss sagen, ich habe einmal getroffen, das muss man auch sagen. Aber er nicht, oder? Er nicht getroffen. Oder habe ich getroffen? Nein, ich habe mit der Probe getroffen. Wir lernen das. Hast du eine Lebensweisheit, weil nachher kommt ein kleiner Film. Was ist deine Lebensweisheit für die Menschen? Welcher Satz hat die größte Bedeutung für dich? Leben und leben lassen. Wow, das gefällt mir. Heute, das gefällt mir. Jetzt kommen wir zu... So, Gianluca erklärt die Welt zu unserem Format, von unserem jungen, gut aussehenden Herr. Wir müssen das vielleicht noch einführen, das Format. Müssen wir das noch einführen? Ja, wir wollen auch, dass die Leute etwas lernen an unserer Show. Hey. Und da haben wir einen jungen, ambitionierten Influencer mit 11.322 Followern. Und intellektuell unterwegs. Man kann sagen, ein Intellektueller, aber mehr Thierry so in unserer ländlichen Gegend. Genau, mehr, oder? Genau. Jawohl. Ja. Und er erklärt uns jeweils Begriff, den wir ihm vorgeben. Und ich glaube, heute erklärt er, L'amour. Heute erklärt er die Liebe. Liebe, ja. Wir schauen rein. Mal anschauen. Wir schauen rein. Also, Liebe, es kann ja für verschiedene Sachen herkommen, aber ich denke, wenn sich zwei Personen vielleicht mal sehen, und das war auch so bei mir, als ich mal so eine hübsche Frau gesehen habe, ich habe sie so richtig angelächelt, ich war so richtig die Sonne gesehen. Ich bin fast verschmelzt, sie auch fast verschmelzt. Nachher sind wir uns immer wie näher gekommen. Dann habe ich so gehört und so innerlich habe ich gespürt, wie mein Herz so poppt. Und nachher habe ich zu ihr gesagt, scheißegal wie viel das Essen kostet oder wie viel das Trinken kostet, hey, ich zahle dir. Und nachher sind wir so zusammen heimgelaufen. Sie ist immer näher gekommen zu mir und dann haben wir gewusst, so. Weißt du, so zusammen einfach so Liebe gespürt. Es ist egal, meine Mutter hat Liebe. Liebe kann verschieden sein. Liebe kann von Beispiel von einer Frau sein. Liebe kann für dein iPhone sein. Liebe kann für dein Auto sein. Liebe ist einfach, wenn es dir voll im Kopf hinein flasht. So. Gianluca, die Welt, das ist Liebe. Muah, muah. Applaus. Wenn er es immer auf den Punkt bringt, gell? Wenn er es immer auf den Punkt bringt. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Gast. Er hat zweimal gegen Ralf Roggegiani und den WM-Titel gekämpft. Ist IBF Intercontinental Champion, ist bis heute der bekannteste und coolste Boxer von der Schweiz, persönlich ein guter Freund, aus Ötvila de Lima zu uns gekommen. Herzlich willkommen, Stefan Angen! Komm hier zu uns! Jo, du bist besser geworden, habe ich ihn paar gesehen. Danke, freut mich. Stefan Angen. Schön, wiedersehen. Ja. Rocky Balboa. Ja, Rocky! Ja, Rocky. Ja, Stefan. Können wir vielleicht zwei Getränke haben für unsere schönen Gäste? Sie haben gerne Wasser. Sie haben gesagt, sie haben gerne Wasser. Können einfach zwei Gläser Kohlensäure haben wir gelernt. Kohlensäure macht dick. Ja, wir müssen hier oben am Fruchtgetränk trinken. Das ist ein Beispiel. Ja, ein gutes Beispiel. Ich sage immer, darum trage ich ja ein Blumenhemd, oder? Um da ein bisschen abzulenken. Stefan, schön bist du da. Ja, danke für die Einladung. Box und du, wir wollen das wissen, ist das Liebe auf den ersten Faustschlag? Null? Ich bin ein Angsthase, ich hatte immer eine grosse Schnorre und nichts dahinter. Also erzähl mal, also, wie hat es dich in den Ring gebracht? Das stimmt du jetzt auch nicht, oder? Ach, also, das stimmt. Du bist ja der Pubertät, so ein Töffelbub gsi, da kannst du ja nicht so ängstlich gsi sein, oder? Also ich kann so, immer sehr gut können reden. Rocker-Töffelbub. Ja, ja. Du hast aber gut können reden. Ich kann immer gut können reden. Ich habe nie in der Schule mich müssen anstrengen groß. Ich habe wirklich immer vieles können mischen gut. Und sportlich bin ich schon überall immer dabei gewesen, aber ich habe wirklich einfach immer irgendwie Schiss gehabt. Angst finde ich gehört nicht zum Leben. Das ist wirklich schade, wenn jemand Angst hat.
ich habe das hier gehabt. Und dann hat es irgendwann bei diesen Rockerrennen mal geklüpft irgendwann und dann gesagt, hey, weißt du was, ich muss irgendetwas lernen. Dann hat mir einer mitgenommen ins Boxtraining und dann bin ich 2,5 Jahre lang nur trainieren, weil ich immer noch mich nicht getraut habe, mal richtig zu boxen. Wenn hast du auf die Schnorre bekommen, also du bist über Biken bist du zum Boxen gekommen? Ja, ja. Ja, wirklich? Ja. Und wenn jetzt knallt zuerst mit dem Sparring? Oder? Ich bin jetzt Sparring habe ich lang gemacht nachher, aber bis ich mich getraut habe, zum richtig boxen im Ring, habe ich 2,5 Jahre gewartet. Dafür bin ich nachher so viel besser gewesen wie alle anderen, die nach 3 Monaten schon in den Ring wieder. Das ist der Zeit, glaube ich. Im 9. Mal habe ich, glaube ich, das erste Mal verloren und dann bist du drin. Dann hast du Erfolg und Erfolg ist ansteckend, oder? Macht süchtig. Ja, das kann ich mir bestätigen, auf jeden Fall. Du hast 2-mal gegen eben Herr Rogiciani um einen WM-Titel gekämpft. Ah, ich bin dabei, ja. Ich bin live dabei. Live dabei. Sogar in diesem Kampf. Ich muss sagen, der Don Guali hat in der ersten Pause hast du den Handstand gemacht im Ring, gell? Mit 2 Stühlen. Ne? Hast du gemacht, oder? Genau. Ja. Ja. In der Pause nicht, aber. Und du hast ganz knapp... immer sein Pauschenpferd dabei, auch im Boxing. Ja, muss sein. Es war 2-mal ganz knapp nach Punkten. Viele haben auch gesagt, du bist Sieger von der Ärzte gewesen. Würdest du es heute anders machen, dann immer noch genau gleich. Im Nachhinein bist du immer schleuer, gell? Was ist so? Wenn ich meine Boxkämpfe schaue, reg ich mich an mir selber auf. Wieso hast du nicht? Und solltest doch. Und aber im Ring ist alles anders. Ganz genau. Gell? Kannst noch lange reden und Pläne machen. Von außen ist immer schön zum Zuschauen, ja, aber wenn du selber drin bist, ist alles anders. Ja, würde ich auch sagen. Du hast immer gesagt, auch eines von meinen Zielen, dass wir gemeinsam Millionär werden. Auch wir haben es schon vorher gehabt mit dem. Ist das so ein Boxer-Ding? Frauen, Partys, Drugs, Kohle? Oder woher kommt das? Ich habe das schon als 5-Jähriger wollen, also von dem her. Entschuldigung, im Sinne der Anklage. So ein Goldiger, das eine hat mit dem anderen glaub, nichts zu tun. Gar nichts. Nein. Sondern es kommt erst mit dem Erfolg, das ganze Partyleben und Celebrity für mich und ist, Verführungen. Für mich war Boxen sehr ein kurzer Weg, um sehr viel Geld zu verdienen, weil es nicht viel hat. Ich habe gut Tennis gespielt, wirklich sehr gut Tennis gespielt. Aber ja, ich hätte schon gegeben, 10'000 Mal Tennis spielen, um nur schon Schweizer Meister zu werden. Und ja, da ist die Chance so klein. Ja, ja, und dann war der Roger wieder rum und dann hättest du können trainieren. Der Roger ist rum, ja, genau. Im Boxen musst du 10 Mal gewinnen und dann bist du mal Schweizer Meister und hast mal irgendwo anfangen. Also, kann man denn, du hast nur Box wegen dem Geld? Ja, schon. Aber wenigstens ehrlich. Vielleicht hast du darum verloren gegen den Rogiciani, weil du wegen dem Geld das gemacht hast. Ich bin zu wenig gut gewesen. Der hat das Leben lang geboxen, der hat als Kind schon aber geboxen. Aber hat er nicht den Killerinstinkt gehabt? Also, weißt du, wenn man nur wegen dem Geld macht, wenn man alles nur wegen dem Geld macht, dann haben wir den am Schluss die Leidenschaft nicht. Du machst es dann schon nicht wegen dem Geld. Ja. So viel trainieren und so. Du hast schon wollen gewinnen. Logisch. Wie steht es jetzt um die Millionen? Wer von uns ist Millionär? Wir sind jetzt 4 hier am Tisch, oder? 2, 4. Wer ist Millionär? Ich glaube, die also ich gerade glaube, vom Hawaii kommt zurück. Wer wird Millionär? Also wenn wir vom Köln wer wird Millionär? Nein, aber jetzt, Stefan, du hast ja das rausgelassen und dann hast du, glaube ich, auch finanzielle Probleme gehabt, hast ein Buch geschrieben über Schulden. Ja. Und du hast ja so eine Zeit gehabt, wo man wirklich gedacht hat, der Ungeld ist wegen jedem Scheissdreck in den Medien, oder? Ja, das ist wirklich, ich bin mehr in den Medien als der Polizeisprecher. Ja, wobei der, also in der Zeit der Polizeisprecher, der war auch noch recht eitel, der war auch viel in den Medien. Das ist ein Fakt. Und wieso das? Hat sich das einfach so ergeben? Hast du das nicht gewusst? Ich habe sehr stark polarisiert und bin der einzige Boxer gewesen und da bist du einfach überall immer eingeladen worden und in dieser Zeit ist das gut für Werbung, für Sponsoren? Je mehr Leute das kannst kennenlernen, je mehr Öffentlichkeit das man hat, oder? Das ich hatte natürlich nie die Ausgangslage wie der Dongwa, wo dann schon mit so einem Erfolg gekommen ist, oder? Du hast super Partnerschaften können machen und ich musste immer ein bisschen schauen, wie geht's. Du hättest auch können gegen Wäschmaschinen boxen. Ja, ja. Nein, aber zeig dir mal. Nein, aber wir haben doch auch noch ein Video. Zeig mal, wir haben das Video. Also das ist jetzt weil der Stefan hat auch Diesel anzogen. Er hat auch untertrieben, Stefan. Auch du hast deine Sponsoring. Werbespot sei auch gegönnt. Ja, sei gegönnt. Auch gegönnt. Für ihn. Du hast aber mehr für blaue Augen. Du hast mehr für Feili. Hast du der Werbung ist richtig, gemacht. Richtig gut gewesen. Gell? Kann ich ihn mal sehen? Kann ich mal sehen, bitte? Meine Frau reibt bei Gelenkschmerzen immer Valvulzalbe ein, weil die ist pflanzlich und hilft. Ich selber brauche sie eigentlich noch mehr, weil sie hilft auch gegen Prellungen.
Aber am allermeisten wird sie meinen nächsten Gegner brauchen. Weil sie hilft auch bei Verstauchungen, Blutergüssen, Quetschungen, Zerrungen und blauen Augen. Malwurzalbi. Wenn sie irgendwo weh tut. Dies ist ein Heilmittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Praxis. Bravo! Das ist der Anzeige für Stadelhofen, oder? Dann hast du so dein Trikot gehabt, weißt du, wie die Boxer so haben, und dann hast du da einfach Walmutsalbe draufgeschrieben, oder was? Nein, so weit ist es nicht gegangen. Es war einfach ein einmaliger Deal für sein Geschäft. Er hat, und da kommen heute noch von Leuten, schreiben über sie, sie haben das immer noch. Oder? Das ist ein sehr gutes Produkt, denke ich, und sonst wird sich das nicht heben am Markt. Und Werbelied muss man immer zuerst mal reinholen, wir können das Lied davon singen. Jetzt singt ein brandes Lied. Ich nehme gerade noch einen Schluck von dem Campari-Cocktail. Von dem Campari-fruchtigen Getränk. Genau, Werbelied muss man sich immer verlieren. Nachher können wir spielen im Grand Casino Baden. Im Grand Casino Baden, genau. Kohle, Frauen und Koks, das passt auch zu Rockstars, aber nicht zu ihm. Er ist Spieler in der U18 vom FC Zürich. Verdammt guter Sänger, sieht auch verdammt gut aus. Hat sogar mit mir einen Song aufgenommen. Hat auch gerade eine kleine Privalo gewonnen und was er nicht alles noch hat. Er ist da für einen Song. Bitte machen den Applaus für den Jared Lambo! Yalla, Baby! So, mein Freund. Cora, das ist jetzt überraschend, muss ich sagen, da kommt jetzt so eine Unterbrechung. Jetzt kommt eine kleine Unterbrechung, meine Freunde. Ein kleiner Show-Act, und zwar Popular Loner. Muss die Gitarre noch stimmen, oder ist gestimmt? Ist gestimmt, wunderbar. Mit dem Jared Lambo. Wer ist der beste Fußballer auf der Welt? Jared Lambo. Yeah. Wie habe ich gemeint? Sind ihr parat? Wer ist der beste Fußballer? Messi. Hä? Messi. 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 Ihr so? Mangua? Ronaldo. Ronaldo, denke ich auch. Applaus für Jared Lambo! Wir freuen uns auf seinen Song Popular Loner. Ich kenne alle Ronaldo, ich weißt du, halt der letzte und der vorletzte. Also, ich kann dreimal Ronaldo sagen. Der Uralt. Ich kenne jeden von denen. Der Neune, der Alte, der Uralt. Der Ronaldo. Der, der jetzt unterdessen so ein dicker ist. Ja, der Ronaldo. Okay, ich verstanden. WM 98, gut. Jared Lambo. Jared. Siehst du, ich wusste, man schon stimmen. Ich habe es gewusst. It was a Friday night when he told me he loved me. And I couldn't decide on whether to lie or tell you that I like you too. Cause I didn't know if you really loved me. Or do you love the idea of who I could be, knowing that I'm never gonna change? People seem to really like me, but I push them away, cause I'm a popular loner. The man that you love is a popular loner, who doesn't come out as someone who likes to fit in. I'm a popular loner, but who doesn't wanna be one? It was a Saturday night when I was thinking about you. Are you the woman I need, the woman I dream of having right by my side? I could imagine us in a White House by the sea. Do you believe me right now? Do you believe me when I say that I'm a popular loner? The man that you love is a popular loner, who doesn't come off as someone who likes to fit in. I'm a popular loner, but who doesn't wanna be one? Oh, oh, yeah. Cause I'm a popular loner, but who doesn't wanna be one? Jared Lambo! Oh!
Bravo! Ja, Jared. Super gemacht, Bro. Thank you very much. Jared, was für eine Performance. Ja, bleib noch ganz, ganz schnell. Wir haben ja zwei Sportler da. Du spielst mit dem Gedanken Sport oder Musik? Wenn wir die Sportler fragen, was du sollst machen, was soll er machen? Sport oder Musik? So mit seinem Talent würde ich Musik machen. Voilà, du darfst Musik machen, Jared. Das wäre es gewesen. Bravo, Jared Lambo. Er hat sich nämlich gerade entschieden, zum Musik machen, um den Fußball aufzuhören. Super gemacht. Was für ein Song. Stefan, wir kommen zurück zu dir. Zum Buch, das du geschrieben hast. Liebeslieder. Bist du verliebt? Mein grösster Sieg ist eigentlich nicht der Rocky Chani, sondern der Thorsten May nachher, der Olympiasieger. Ich dachte, der grösste Sieg ist, dass du da bist. Und dort war das Einlauflied Nights in White Satin, was eigentlich ein Schmusen-Liebeslied ist. Oh mein ist, Gott! Okay. Aber das ist das Einzige, wo sie da eine Neuauflage gemacht haben, wo sie etwas gezahlt haben dafür. Und ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich dort trainiert habe, habe ich ihnen gesagt, muss das schon wieder laufen. Weil die inzwischen hast du eigentlich mehr so... Aber das war mein Olympiasieger, das war ein grosser Sieg dort, oder? Das war ein Riesensieg. Das war absolut mein absolutes Highlight. Ja. Das war schon auch geil gewesen, zum Gewinnen, oder? Das ist so ein Rocky-Moment. Absolut. Oder? Jetzt ist K.O. gewesen nach Punkten? Nein, er hat aufgegeben in der 9. Runde. Er hat aufgegeben in der 9. Runde? Er hat so viel Schläge. Oh. Oh. Noch ganz kurz, ich glaube, ja, der Regie ist mir schon wieder im Nacken. Das ist unglaublich. Das ist wie Wetten, dass er der beste Zeit mit Thomas Gottschalk nicht mehr ziehen Stunde. Boxen tust du nicht mehr heute. Nicht mehr viel. So Großvatersport. Der Dongo hat eben gefragt, er würde gerne mal zu dir ins Training kommen. Gut, Du suchst ja Challenges, hast du gesagt. Mal bei Stefan Boxen gehen, wär doch noch was. Kleine Sparringrunde. Golf-Challenge. 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 Ja, nicht einfach Sport. Ich glaube an dich, du schaffst das. Du alles geschafft hast. Du vertreibst schön. Mit 17 ist im Fall hure gut, gell? Ihr seid da echt schon mal. Der Michel ist der böse Kopf, ich bin der gute. Wir müssen die Rolle verteilen. Wir müssen korrekt. Ich kann mal mit dem Hansi Hintersee auf Frühstück, der hat 0. Ja, okay. Und wir müssen korrekt sein, es ist 17,6, gell? Das ist nicht 17,3. Das ist schon wieder abgegangen. Stefan, wir kommen nochmal zu dir. Du vertreibst heute mit deiner Lebenspartnerin, mit der Bettina Papp, ein Ernährungsergänzungsprodukt. Wie heißt das Produkt? Ah, Lux Swisshape. Ja, das hast du jetzt auch früh gemerkt. Hast du keine Lust gehabt, zum Boxtrainer werden? Das wäre auch eine Option gewesen. Oder ist die Schweiz der Box-Ding einfach zu klein? Ist die Welt zu klein, um da überhaupt zu trainieren? Am Schluss von meiner Aktivkarriere hatte ich etwa 7 Jahre lang im Verein gehabt. Und sie kommen und sie gehen und sie kommen und sie gehen und du investierst und dann kommt die Freundin, dann kommt der Job, dann kommen die Eltern. Immer irgendetwas kommt dazu. Du siehst es ja jetzt. Es gibt all 20 Jahre einen, wo mal irgendwo einen Titel kämpft. Einen richtigen Titel. Und das ist einfach... Ja, also wir haben einen Bachelor gehabt, den Jonas Niedlisbach, oder? Der ist natürlich ein ganz guter Boxer und Fighter. Kickbox. Ja, aber der macht es auf jeden Fall gut. Weißt du, beim Kickbox-Weltmeister, kannst du kaufen. Das ist, weißt du, nur schon so wie ich kann, ist gut. Das ja, aber Nährungsergänzungsmittel ist natürlich leider Kritik. Es gibt natürlich ausgewogene Ernährung. Ja, man hat Biotrend, oder? So Chemieprodukt im Biotrend ist schwierig, oder? Nicht? Was ist ein Öpfel, der wächst, ist ein chemischer Prozess, sonst gibt es keinen Öpfel, oder? Ja, der mit der Chemie muss man immer sehr vorsichtig sein. In einem Pharmaland hat man halt eben dann die Herausforderung ganz wichtig. Wer von Basel kommt, weiss. Also nur für die Schöpfer im Pulver, sozusagen. Sozusagen gibt es das auch, ja klar. Gongwa, Äpfel als Pulver, wäre das was für dich? Chinesisches Gemüse, Äpfel als Pulver. Lieber normal essen. Weiss ja Schweizer genug. Gell? Aber ich wollte noch etwas wissen von Stefan, weil er ist in dem Boxbusiness drin, wenn du Swiss Promi-Boxing aufziehst. Schweizer Prominente, die in den Ring steigen, trainieren und gegeneinander kämpfen. Oder? Das ist eine spontane Frage. Hat das Zukunft, hat das eine Chance in der Schweiz? Du, wo so viele Sachen gemacht hast, finden wir da Investoren oder sagst du, vergiss das keinen? Ich würde jetzt sagen, es ist schwierig. Schwierig? Wenn ihr eine Lohnnummer macht, findet ihr etwas, ernsthaft. Ja. Nein, es macht auch wenig Sinn, da haben sie in anderen Ländern schon probiert. Genau, nichts machen, was der Stefan Rath vor 10 Jahren schon gemacht hat. Aber so ein Profi-Görling, das wäre doch jetzt etwas, was ich euch beide begeistern. Würdet ihr um ein Promi-Görling-Turnier mitmachen? Dongo, würdest du so ein Promi-Görling-Turnier mitmachen?
Das wirklich, ja. Würdest du? Ich glaube, dort... Weißt du, wenn sie beide zusagen, dann könnten wir ein Promi-Girling tun. Aber ich muss dir eins sagen, beim Girling, dort wirst du Teilnehmer finden, aber kein Zuschauer. Und beim Boxen ist es eben umgekehrt. Beim Boxen läuft die, die nicht mehr kämpfen. Mit dabei sind. Glauben wir es trotzdem nicht. Girling ist jetzt sexy. Girling ist Nationalsport. Wer ist der Sponsor? Warte mal schon, was trinken wir da? Kann Casino Baden, glaube ich. Würden wir finden, aber wenn ihr beide kommt, machen wir es Promi Girling. Girling ist ein heißer Sport in der Schweiz, oder? Das ist sehr Girling ist tatsächlich heiß. Und total unterschätzt. Absolut. Schwieriger als man denkt, gell? Okay. Schwieriger als man denkt. Ja, hast du schon Girling gespielt? Ja, nichts. Probiert. Probiert und gekonnt. Sie haben es getroffen. Leichter als Golf, ich denke. Leichter als Golf, ja. Ich glaube, wir sind... Das Handicap von 17,3 auch so. Wir sind sicher als Spitzensportler überall ein bisschen talentiert, oder? Aber das weißt du, da sind wir im Gefühl. Wenn Sie beide mitmachen, dann hätten wir einen V-Zugersponsor und die Wahlwurzsalbe. Dann könnten wir eigentlich schon den Event schon starten. Ah, okay. Dann sind die Chips Promi Girling sponsored by Wahlwurzsalbe. Aber weißt du, ich habe mit dem Girling immer noch so ein Problem. Wenn zwei sich schlömen, bleibt jeder stehen. Immer noch, oh, schau mal dort. Aber wenn zwei Girlings spielen, wer schaut? Niemand. Ja, aber du hast einfach nicht die, Probleme mit dem Gleichgewicht. Hast du einfach. Warum bist du dagegen? Das kann sein. Die Schieflage. Korrekt, ganz elegant, mit Feingefühl muss man dort nicht so wer brachial. Wer schaut das? Wobei, weißt du? Stefan schaut das. Wer ist die Zielgruppe für Girling? Stefan schaut das. Ich glaube, du boxest jede Woche, ich weiss das. Also, wir wollen ja nicht über Girling reden. Seit ich den Korai kenne, wird er von Jahr zu Jahr besser. Dank dir. Das ist schon Boxen. Aber wirklich. Machen wir nachher noch schnell ein kleines. Aber wir machen noch klipp und klar schnell. Wir haben immer zwei Begriffe für Don Juan und dann für Stefan. Don Juan, Stefan, Don Juan, Stefan. Und ihr müsst euch immer entscheiden für einen Begriff. Und ganz kurz sagen, warum. Kurze Antwort. Don Juan, Gold, also Olympiagold. Nein, nicht. Das ist nicht Olympiagold! Jetzt ist schon zu spät! Olympiagold oder Liebe? Olympiagold oder Liebe? Nein, Gold oder Liebe? Gold. Gold oder Liebe? Beides. Das geht ja nicht, du musst dich entscheiden. Du musst eines nehmen. Das Spiel funktioniert nur, wenn du dich entscheiden musst. Gold oder Liebe? Gold, ja. Gold. Wow. Bei Stefan ist es Stefan. Geld oder Liebe. Liebe? Immer. Ohne Liebe ist nichts etwas wert. Ein Romantiker. Schön, ein Applaus dafür. Das hätte ich dir vielleicht früher eine andere Antwort gegeben, aber heute ist das eindeutig. Eben mit der Zeit unterschiedlich. Ja. Ah, Liebe, ja natürlich. Geile Gäste für Stefan hätte Golfhandicap 40. Don Juan, Saval, Kato oder Nikolai Andianov? Nikolai. Nikolai Andianov, warum? Zwei der besten Turner, die es je gegeben hat. Beide, glaube ich, 7 und 8 Olympiagoldmedaillen. Ja. Stefan, Muhammad Ali oder Mike Tyson? Der Muhammad Ali ist der one and only. Wir können schon wieder Applaus. Sorry, Mike. Jetzt müssen wir es umkehren. Don Juan, Evander Holyfield oder Wladimir Klitschko? Wladimir, ja. Vladimir, ja. Wow, okay. Hast du Boxen? Schaust du Boxen? Ich trainiere für mich, ja. Du trainierst für dich auch? Ja. Schau jetzt. Auf einer gefährlichen Höhe für Stefan. Ja, Sparring. Stefan. Stefan. Li Chongwei oder Cheng Long? Li Chongwei. Okay. Hast du eigentlich so einen Kunstturner, gell? Keine Ahnung. Es tönt einfach besser und ich habe schon mal gehört. Weißt du, wie der Gag oder die Geschichte sind die beiden besten Badmintonspieler der Welt? Ich habe schon mal gehört, aber ich weiß nicht wo. Du, hauptsächlich eine Antwort raushauen. Don Juan, Dollar oder Bitcoins? Dollar. Dollar, besser. Stefan, Swiss Shape oder Schweinssteak? Das reimt sich. Logisch, Swiss Shape. Don Juan, Günter Grass oder John Grisham? Wer ist das? Keine Ahnung. Du liest nicht. Nein. Günter Grass ist, glaube ich, der John bekannteste. Grisham. John Grisham, mit Thriller. Günter Grass ist also der große Intellektuelle. Ja, ich weiß, aber. Stefan, Wim Wenders oder der Quentin Tarantino? Muss der Tarantino nehmen, oder? Oh, macht schon Sinn. Geschmackssache. Don Juan, Michael Jackson oder Prinz? Michael Jackson, okay. Stefan, Patent Ochsen oder Zürich West? Zürich West. Don Juan, Adiletten oder Cowboy-Stiefel?
Cowboy. Oh! Oh, was schaut denn da? Stefan? Hast du als Sportler immer Adiletten getragen? Schon, oder? An den Wettkämpfen? Nein. Nicht? Never. Trägt man in China nicht? Was hat man in China? Ja. Hat man da so diese Bruce Lee Kung Fu Schuhe dann? Ja, gibt viele. Ja, Stefan. Viele Schule, ja. Stefan, String oder Push-Up? String. Gut. Don Juan. Da haben wir ein Lachen im Publikum. Wir haben ein Lachen im Publikum. Aber wir haben gar keine Zeit mehr für das Lachen. Don Juan, Spass. Franzin Jordi oder Pamela Anderson? Jordi. Jordi! Bescheid! Hätten wir nie gedacht! Du hast viele Fragen, wer besser singt, oder? Stefan, es wird nicht einfacher. Angelina Jolie. Oder? Oder Beatrice Segli. Ja. Kannst du nicht vergleichen, wirklich. Das sind zwei Frauen. Ich kann es nicht vergleichen. Kannst du auch Franzin Jordi nicht mit der Pamela Anderson vergleichen? Kannst du auch nicht. Eben. Kann ich vergleichen. Ich sehe es in deinen Augen, Beatrice Segli. Ja, ja. Don Juan. Alles gut. Jetzt kommen die zwei wichtigsten Fragen vom Jahr. Es geht um den Weltfrieden. Ich wüsste, das ist ganz wichtig in dieser Show. Seit zwei Jahren machen wir jetzt die Show schon. Wichtig für mich. Seit zwei Jahren machen wir jetzt die Show schon. Don Juan. Aktueller denn je. Aktueller denn je. Don Juan, Olympia Gold oder Weltfrieden? Was nimmst du? Weltfrieden, ja. Ja. Oh. Das ist logisch, oder? Sehr schön. Stefan, ein K.O.-Sieg als Weltmeister oder Weltfrieden? Was nimmst du? Immer Weltfrieden, wäre ja blöd. Bravo. Bravo. Heal the world, ladies and gentlemen. Ich glaube, das ist wieder die Liebe, oder? Finde ich schön. Nein, das dürfen wir wieder bei der Liebe. Bist denn du so ein bisschen ein Softie? Also jetzt so der, all die Antworten ist eigentlich ich ein Softie, nicht? Ja, würde ich schon sagen, ja. Ich glaube schon. Hast du einen Pudel daheim? Nein. Nicht? Sonst ein Haustier? Sonst ein Haustier? Ja, ich hätte zwei Füße, aber nicht, weil ich die habe. Das ist eben das bei den Kampfsportlern. Man meint, die sind aggressiv. Aber der Kampfsport macht eben genau, dass du ein Liebender wirst, dass du ein liebevoller Mensch wirst. Merke ich euch jetzt auch, oder? Wann hast du Geburtstag, Stefan? 5. November. 5. November. Komm, machen wir schnell ein kleines Sparring. Ich und Stefan. Stefan, 3 Schildkröten schenken. Wir schenken 3 Schildkröten. Komm, zeig mir mal. Kannst du mal die Hand aufheben und ich zeig dir mal eine schöne Kombination. Ja. Mach dir einen links. Also warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich das schon lange will sagen, die Schläge fangen nicht da unten an, sondern da. Das sagt aber mein Trainer auch immer. Ich sehe das immer. Also oben behalten, oder? Ja. Oben behalten. Was ist, wenn ich unten antäusche? Ja, dann mach oben antäusche und unten kommt. Das ist auch hauen, musst du nicht antäuschen. Jetzt soll ich mal abwehren. Was musst du abwehren? Wir sollten wie weitermachen. Oder? Du tust jetzt noch singen. Aber du machst es gut, wirklich. Danke. Nein, und es zeigt ja, es geht ums Üben, besser und werden. Gut. Und Freude hat dran. Freude hat dran. Stefan. Bravo. Stefan. Bravo. Wenn man viel übt, nimmt man den auch ab? Eigentlich schon. Okay, also komm, du hast wir müssen noch läuft. Wir singen aber jetzt viel üben. Ich weiss, wir sind dran. Der Stefan nimmt mich gleich. Wir müssen einfach die Dings noch aushandeln, gell? Jetzt kommen wir noch einen kleinen Song auf Toren über. Esta Noche. Zwei Wochen kommt der Song raus. Toren. Komm mit der Zoi. Genau, tönt das Tanzbein schwingen. Hinter den heimischen Bildschirmen. DJ, play this song. Ladies, kommt auf zu mir auf die Bühne! Living la vida poco, loco, vamos bailando. Poco, loco, vamos. Living la vida poco, loco, vamos bailando. Poco, loco, vamos. Esta noche, dame, dame todo. Living la vida poco, loco, vamos bailando. Esta noche, dame, dame todo. Living la vida un poco loco. Vamos bailando bonita. Contigo, contigo. Quieres bailar conmigo. Sexy body, tranquilo. Ay, qué rico, just shake it down. Cariño, we break it down. Let me dance with you now. And don't you touch. Yeah, we do it for the team. Living la vida un poco loco. It's right there, buy me supreme. Wu-Tang, baby, all about the cream. Million dollar dream, show me more. Do it slow, more. Latino, Latino, capito, amigo. Vamos a la playa, chico, bring me two mojitos. From Brazil over LA to Abu Dhabi. Move a sexy body, we get it naughty. Cruising down the street.
streets, in the Rolls Royce puppies, what they calling me? Living la vida un poco, loco, vamos bailando. Poco, loco, vamos. Living la vida un poco, loco, vamos bailando. Poco, loco, vamos. Esta noche, dame, dame todo. Living la vida un poco, loco, vamos bailando. Esta noche, dame, dame todo. Living la vida un poco, loco, vamos bailando. Bonita, contigo, contigo. ¿Quieres bailar conmigo? Sexy body, tranquilo. Ay, qué rico, you shake it now. Cariña, we break it down. Let me dance with you now. And hold you tight. Esta noche macht er mal an! Vanity Dancers on stage! Was für eine Show ist das denn gewesen? Machen wir Film um. Ladies, ladies and gentlemen, an den heimischen Bildschirmen, das war schon wieder gewesen. Mit der neuen Folge von der Corazonische Show. Mit dem Michel Bennett, mit dem Don Juali, mit dem Stefan Ong. Ein Riesenapplaus für unsere Gäste, bitte! Ein Riesenapplaus für unsere Gäste! Es ist nicht einmal eine halbe Runde und du kriechst schon. Wir arbeiten alle, Freunde. Und bitte, bleibt gesund, habt Sorge, macht Liebe, kein Seich und schaltet ihr rein, wenn es heisst, willkommen bei der neuen Folge von der Corazonische Show. Und macht Handstand auch. Und macht Handstand. Ja, macht Handstand. Jetzt, jetzt, Leute! Bis bald, macht's gut, tschüss zusammen! Habt Sorge! I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with fire up. I've never been with anything less than a nine. So fine, I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo. But somehow they just don't enjoy.